Und damit herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast, denn heute machen wir einen kleinen Zeitsprung zurück zum 25.09.2019. Kurz zur Erinnerung, ich hatte in dieser Woche Urlaub und somit ausreichend Zeit, mal wieder die Gegend auf dem Bike zu erkunden. Und da ich ja Anfang der Woche bereits auf Deusenberg unterwegs war, war heute halt die Halde Haniel dran. Da sind eine ganze Menge Haas drin. Die Halde Haniel in Bottrop ist mit 159 Metern eine der höchsten Halden im Ruhrgebiet. Aufgeschüttet wurde sie mit Abraum aus dem Bergwerk Prosper Haniel, welches man schon im Intro gesehen hat. Sicher Prosper Haniel, da war doch was. Richtig. Denn nachdem dort am 14. September 18 die letzte Kohle im Regelbetrieb gewonnen war, wurde die Steinkohleförderung in Deutschland eingestellt, was natürlich ein emotionaler Moment für alle Menschen war, die sich im Ruhrgebiet und in Deutschland mit dem Bergbau identifizieren konnten. Die Zeche selber wurde dann am 21. Dezember 2018 mit viel Tamtam und einem offiziellen Festtag geschlossen. Seither ist hier sprichwörtlich Schicht im Schacht. Die Halde Haniel genießt beim Bikern einen sehr guten Ruf, wenngleich ich von dem einen oder der anderen schon gehört habe, dass sie überbewertet wird. Ich will mir heute auf jeden Fall mal selber ein Bild davon machen und befinde mich auf dem Weg nach oben. Wollen wir uns bei der Gelegenheit nochmal darüber unterhalten, was es für ein Aufwand ist, so ein Video zu machen? Hier siehst du zum Beispiel mein kleines Helferlein, einen kleinen Tripod mit flexiblen Beinen, um ihn überall da zu montieren, wo es gerade notwendig ist. So kommt auch meine GoPro Session 5 wieder zum Einsatz. Es ist halt immer ein doofes Gefühl, die Kamera irgendwo stehen zu lassen, wenn man so eine Aufnahme macht, wo man dran vorbeifährt, denn es ist ja nie garantiert, dass sie noch da ist, wenn man wieder zurückkommt. Deshalb kann man solche Aufnahmen eigentlich auch nur morgens machen oder auf Trails, wo du weißt, da ist keine Sau. Passage auf der Halde Haniel ist echt nicht ohne. Ich bin ja eigentlich nur die Halde Hohewart mit den 100 Höhenmetern gewöhnt, aber 159 Metern ist da nochmal eine Schippe drauf. Dafür kann man hier oben sehen, wie schön grau das Ruhrgebiet doch eigentlich ist. Ja, sorry, ich habe das Gefühl, ich erwähne es jedes Mal, aber das Ruhrgebiet ist einfach nicht mehr dieses Klischee-Ruhrgebiet, was man aus den 80ern kennt. Ich kann daher nur allen Leuten raten, die noch nie hier gewesen sind, packt eure Bikes ein, kommt vorbei, schickt eine E-Mail, wir drehen eine Runde zusammen. Und das bringt mich auch zu einer Frage, die ihr mir bitte in den Kommentaren beantwortet. Ich möchte in 2020 mit euch wieder ein paar Haldentouren fahren. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie das Ganze aussehen wird, aber ich denke, es werden unterschiedliche Touren geben, wo man mal mit dem Hardtail oder mal mit dem Enduro unterwegs ist. Meine Frage daher an euch, welche Halden sollen wir besuchen? Habt ihr überhaupt generell Bock auf solche Haldentouren? Die Erfahrung hat gezeigt, dass der Spaßfaktor bei solchen Sachen immer extrem hoch ist. Und es ist ja auch cool, sich mal persönlich kennenzulernen. Schreibt mir doch also daher mal in die Kommentare unter dem Hashtag Haldentouren2020, welche Halden und welche Art von Touren ihr bevorzugen würdet. Vielen Dank und ich freue mich auf euch. Ein weiteres Highlight dieser Halde sind die sogenannten Totems, bunt angemalte Eisenbahnschwellen, welche oben auf der Halde aufgestellt wurden. Passend zu meinem Auftritt positioniert sich auch gleich einer der legendären Ruhrpott-Geier auf einem der Totems. Er konnte mein Gekeuche wahrscheinlich schon von weitem hören und hofft daher auf eine schnelle Mahlzeit. Möchtest du mal mein begeistertes Gesicht sehen? Ach, hervorragend. Nach meinem Sturz vom 1. Mai ist mir übrigens wieder bewusst geworden, wie sinnvoll es ist, gelegentlich doch mal diesen Kinnbügel anzulegen. Das mag dem einen oder anderen vielleicht etwas oversized daherkommen, aber ihr müsst ja auch im Krankheitsfall nicht meine Rechnung bezahlen. Ausreichender Schutz ist in jeder Lebenslage durchaus empfehlenswert.
Tja, die S-Line, die macht schon Spaß, wenn man's kann. Naja, ihr habt ja gerade gesehen, was ich so kann. Und was halt manchmal auch passiert, ist, dass Hardware nicht mitspielt. Oder Software, genauer gesagt die GoPro-Software. Denn ich habe eigentlich zwei Abfahrten gemacht. Wenn du bis hier noch dran bist, dann hast du bisher nur eine Abfahrt gesehen. Ja, genau. Die GoPro Hero 6 hat sich leider aufgehängt. Und immer wenn ich einen Blick aufs Display geworfen habe, stand da Zahlen und die LED leuchtete. Also war für mich klar, ich nehme auf. Nur habe ich leider nicht aufgenommen und dementsprechend fehlt mir jetzt eine ganze Menge Videomaterial. Aber der zweite Lauf war eh besser als der erste, also von daher will ich mich nicht beklagen. Nur leider kann ich euch dementsprechend nicht wirklich viel von der Halle zeigen. Und wenn ich ehrlich bin, hatte ich, nachdem ich den Fehler bemerkt habe, auch nicht mehr wirklich Bock, noch weiterzufahren. Auch das ist die bittere Wahrheit, wenn man YouTube-Videos macht. Aber Gott sei Dank war es mittlerweile so spät, dass mein Haus- und Hofhändler in Oberhausen in der Zwischenzeit geöffnet hatte. Also machte ich mich auf in Richtung Ladenlokal, um den Leuten noch ein paar Minuten Gesellschaft zu leisten. Später am Tag machte ich mich dann auch auf in Richtung Halde 22 und Mottbruchhalde. Aber von dem Ausflug erzähle ich dir dann nächste Woche Mittwoch in einem neuen Video. Denk bitte noch dran, gleich den Müll mit rauszunehmen und schreib mir was in die Kommentare zum Thema Haldentouren 2020. Wenn Kommentare nicht ganz so dein Ding sind, kannst du mir auch eine E-Mail schicken an haldentouren@meinmtb.de. Die Adresse schreibe ich dir aber noch in die Videobeschreibung. Und so endet mein Ausflug auf die Halde Haniel. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du bist auch das nächste Mal wieder dabei, wenn ich ein neues Video am Start habe. Ich bedanke mich bei dir fürs Zusehen, wünsche dir noch einen angenehmen Tag, gebe dir noch ein paar Moodshots aus dem Ladenlokal mit und verabschiede mich mit dem obligatorischen Glück auf.